Abend ging es darum, wie ein Mensch zeigen kann, wie durch eine Vision ein Großes entstehen kann. Durch eine Vision wecke ich Emotionen in mir und bei anderen Menschen. Und nichts ist so ansteckend im Leben wie eine Emotion. Und durch diese Emotion kann ich andere Menschen mit auf die Reise nehmen, diese Vision, diese Bilder zu teilen, mitzutragen und an der Verwirklichung im Gesamten teilzuhaben. Beeindruckt hat mich erstmal diese menschliche Komponente, dass es ganz wichtig ist, über die Persönlichkeit so ein Unternehmen zu führen und zu leiten, wie viel Geduld man aufbringen muss, um so ein Unternehmen so weit nach vorne zu bringen und wie viel Stolpersteine man natürlich auch noch bewältigen muss in dieser Zeit. Der Inhalt meines Vortrages ist nicht darauf ausgerichtet, strategische Überlegungen durchzuführen, sondern eigentlich mache ich einen Bericht. Ich erzähle eine Geschichte, aber ich erzähle eine Geschichte, die so viel Inhalt hat, gerade was Unternehmensführung, was Führungsaufgaben, was diesen gegenseitigen Umgang untereinander, der Bewältigung von schwierigen Situationen beinhaltet, dass es natürlich gerade über den Fußball weitaus besser zu vermitteln ist, weil man kann es visuell darstellen, man sieht ein Ergebnis und man verfällt nicht in irgendwelche Zahlen und strategischen Operationen und Fragen und insbesondere nicht über Schlagworte und irgendwelche Skripten, sondern das wird dokumentiert und das ist die Stärke dieses Vortrages.